hallo, wie geht's, Spigetz, und willkommen zurück zu Evan Eden Journum. Journum? Was? Jetzt, und willkommen zurück zu Evan Eden. I don't even know my name. Jetzt, und willkommen zurück zu Evan Eden? Was ist mein Name? Hallo, wie geht's, Spigetz, und willkommen zurück zu Evan Eden Journum, meinem 1-monatelangen Ausflug nach Deutschland hier auf meinem Evan Eden Kanal. Yeah! Nicht so schwer. Heute ist mein erstes Video komplett auf Deutsch. Also bitte vergebt mir die vielen Fehler, die ich machen werde. Ich werde mein Bestes versuchen. Mach mich nicht auf Spanisch wechseln. Ich werde es tun. Ist es wahr? Okay, so. Erstens, ich weiß, dass meine Brille kaputt ist, okay? Eigentlich, es ist in Mode. Kennst du niemanden mit nur einem einzigen Brillenbügel? Brillenbügel, es ist ein lustiges Wort, oder? Normalerweise ist das Wort nicht in meinem Vokabular. Naja, ich war ein bisschen betrunken auf der Wiese. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, wisst ihr, dass ich dieses Jahr meinen Oktoberfest-Führerschein erworben habe. Falls ihr nicht wisst, was das bedeutet, es bedeutet, dass ich dieses Jahr mindestens 5-mal auf die Wiese gegangen bin. Ein bisschen zu mehr. Und normalerweise kann ich meinem Alkohol umgehen, aber Wiesenbier ist einfach so stark. Okay, dies ist eine traurige Geschichte. Alexa, spielt Despacito. So. Nein! 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 Alexa, stopp! Alexa, stopp! So, es war nur ein Witz! Es war nur ein Witz! Also, bin ich hier mit meinem Freund im Bierzelt. Ich habe an diesem Punkt 2 Maß getrunken. Ich bin ein billiges Date. Ehrlich gesagt, das ist eine Menge für mich. Ich trage natürlich meinen tollen Lederhosen. Es ist Oktoberfest, Leute. Und hier ist das Lustige an Lederhosen. Sie haben diese super praktische kleine Tasche in der Front. Vorsichtig, Frauen, es ist nur ein Beispiel. Sieh, praktisch. Es ist schön, wenn du mehr Platz brauchst, um etwas mitzubringen. Für mich habe ich meine Vlogging-Kamera dort hineingelegt. Einfacher Zugriff. Geile Idee, ich weiß. Ich muss den Schuss holen. Das hat nicht gut übersetzt. Nächste musste ich pinkeln gehen. Meiner Meinung nach sollte es eine olympische Sportart sein, die Lederhosen zu pinkeln. Und wenn es so wäre, würde ich mich nicht qualifizieren. So, hier bin ich in einer Toilettenkabine, trunken von meinen Titten. Meine Lederhosen klemmte sich eng an wie ein Tiger. Ich ringe mit dem rechten Knopf, dann dem linken. Ich kann jetzt pissen. Es war ein schöner Moment. Aber warte, es ist so schnell passiert. In der Sekunde, als ich meinen linken Knopf geöffnet habe, ist meine Vlogging-Kamera direkt in die Toilettenschüssel gefallen. Scheiße! Nein, ehrlich, scheiße. Nicht ehrlich, nicht ehrlich. Es gab keine Scheiße. So, hier bin ich in einer Toilettenkabine und ich schrei, nein, nein, so laut. Die anderen Menschen in die Toilette müssen gedacht haben, dass ich eine ziemlich schmerzhafte Pup hatte. Oh, ich bin froh, dass ich das Hähnchen nicht bestellt habe. Es war nur wie das. Ich reiche meine Hand in das Toilettenloch und holte meine Kamera aus. Dann habe ich das Klügste getan, was ich je gemacht habe. Ich nahm die Batterie heraus. Danke, danke. Ich weiß, ich weiß. Ich bin ein Genie. Aber ich bin betrunken, Leute. Also habe ich die Batterie wieder in der Kamera gelegt und drehte sie auf. Hier ist es. Ruhe in Frieden. Du warst sowieso scheiße. Ich bin wirklich dumm wie Bohnenstroh. So, die Brille. Ja, ich bin zu Hause angekommen und habe sie abgeholt. Dann habe ich mich versehentlich auf sie gestützt und sie zerquetscht. Und dann sagte ich Hallo zu einer weiteren Toilettenschlüssel, aber diesmal um mein Abendessen wiederzusehen. Von meinem Mund. Wiesen mag Spaß, oder? Einerseits muss ich diese reparieren. Andererseits passt sie zumindest noch. So, lustige Sache über die Brille. Mein Mitbewohner merkte, dass sie mir immer noch passen. Also sagte er, es sieht so aus, als wären sie überentwickelt. Sie brauchen nur einen einzigen Bügel. So typisch deutsch. So, meine Tracht. Ja, ich trage gerade eine volle Tracht. Ich habe es von einer lieben Münchner Designerin namens Schatzi bekommen. Münchner ist ein schwieriges Wort für mich. Aber hier ist das Ding. Ich habe nicht das beste Gehör. Ich werde der Erste sein, der dir das sagt. Als ich die Designerin zum ersten Mal traf, sagte ich etwas wie, oh, die Dirndls sind so süß. Nur die Beste von Schnatzi. An dieser Stelle antwortete sie, es ist Schatzi, nicht Schnatzi. Ich hatte vor diesem Tag noch nie von dem Wort Schatzi gehört. Es tut mir leid, forgive me, bitte. Jedoch gibt es dem Oktoberfestlied definitiv eine andere Bedeutung. Schnatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto from den Juden. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich weiß, dass deutsche Nazi-Witze wirklich nicht mögen. Sie mögen die meisten Witze, sondern nur nicht Auschwitze.
es tut mir leid. Das war wahrscheinlich schlimmer als der Marketing-Slogan der umstrittenen Taxi-Hailing-App, als sie in Deutschland begannen. Deutschland. Über alles. Ja, die Regierung mochte sie danach wirklich nicht. Sowieso, zurück zu den Kinderwitzen. Apropos Scherze von Kindern. Als Schotzi mich fragte, als ich jemals etwas Kontroverses getan hätte, war meine unmittelbare Antwort, doch, ich bin familienfreundlich. Natürlich. Und dieses Wort schien alles zu reparieren. Im Gegensatz zu meiner eigentlichen Familie. Also, ist es immer eine gewisse Zeit für mich bei der Passcontrolle? Ach so, außer in den USA, wo ich mit Welcome Home begrüßt habe. Das ist so nett. Nicht die deutsche nett, die englische nett. Wie cool. Als ich das erste Mal in Deutschland ankam, fragte mich der Grenzkontrollbeamte, wovor ich ins Land wollte. Ich antwortete, ich bin hier, um auf eine Schule zu gehen, um Deutsch zu lernen. Und sie war wie, oh, sprich etwas Deutsch für mich. Und ohne Pause antwortete ich mit, nein. Hey, nein ist Deutsch. Ich tat, was sie wollte. Aber sie schätzte den Witz und ließ mich vorbei. Sie sollten wahrscheinlich nicht mit der Grenzkontrolle scherzen, aber ich bin verrückt. Mad lad. Okay, Deutschland. Jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. 1. Warum hat Deutschland Suppe in Kisten? Das ist das Verruchteste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe gestern einen Karton gekauft. In der war eine Tasche. Sie sollen die Tasche in kochendes Wasser legen. Warum? Warum? Ist der Topf nicht gut genug? Schütte es einfach in den Topf. Einfach gießen Sie sie in den Topf. Deutschland, das ist so komisch. Eine andere Sache. Senf wird in Zahnpastatuben serviert. Was? Zahnpastatuben sind nur für Zahnpasta. Putzt du wirklich deine Zähne mit Senf? Vielleicht ist das eine bayerische Sache. Wahrscheinlich. Also gestern habe ich Wasser gebraucht. Was habe ich gekauft? Naturalicious Mineralwasser. Wie klingt das? Naturalicious Mineralwasser. Ohne Gas. Ich werde niemals Wasser mit Gas wollen. Es schmeckt wie jemand, die ganze Freude aus der Welt entfernt hat. Ich will nie Gas. Ich möchte nie Gas. Nie, nie, nie. Und Deutschland hat so viele verschiedene Arten. Weich, hart, ist mir egal. Und deshalb fahre ich nach London. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ich bin fertig. Fertig. So, wie war's? Daumen hoch, abonniere. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Das ist... Das endet. Oh, ich brauche eine neue Brille.